Hallo zusammen und herzlich willkommen zu 90 Sekunden mit Mauro. Heute mit einer speziellen Botschaft an die Christen unter uns. Wir haben eben Pfingsten gefeiert. In der Bibel lesen wir, dass am Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde. Eine riesige Kraft Gottes fiel regelrecht auf die Gläubigen hernieder und erfüllte sie mit einer mega, mega Kraft, die sie vorher so noch nie erlebt haben. 2000 Jahre später erleben Christen diese Kraft manchmal nicht in ihrem täglichen Leben. Aber das kann man ändern. Du kannst Gott, du kannst Jesus bitten, dass er dich mit dem Heiligen Geist erfüllt und dir diese Kraft schenkt für dein tägliches Leben. Und du wirst sehen, du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit einer speziellen Gotteskraft, die du vorher noch nie erlebt hast. In diesem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich euch eine schöne Woche und vom Heiligen Geist viel Kraft. Tschüss.